Meine Damen und Herren, als mich Oberbürgermeister Zwingenberger am 1. August 1935 zu meinen Ansichten, wie Nationalsozialismus gemäß zu bauen sei, befragte, habe ich keine Sekunde gezögert. Die Bühne und der Zuschauerraum verschmelzen zu einem Erlebnisraum. 676 Zuschauer vereint mit dem Geschehen auf der Bühne. Die Kunst ist eine erhabene und zum Fanatismus verpflichtende Mission. Ich wollte nur eben anmerken, dass meine Gesinnung im Vorfeld geprüft wurde. Niemand hat hier etwas gegen Juden. Wir können nur keiner engagieren. Ja, dieses überintellektuelle Herumexperimentieren auf unserer Bühne, das ist nun endlich vorbei. In deinem Antlitz steht es ernst und rein, was es bedeutet, Deutschlands Kind zu sein.